Sukha Matsyasana, die einfache Fischstellung, ist eine Bezeichnung für Matsyasana, der Yoga-Fisch mit gestreckten Beinen. Anu zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Rückenlage, Beine zusammen. Dann gibt die Hände unter die Oberschenkel, Handflächen auf dem Boden, die Daumen berühren sich. Dann hebe den Brustkorb hoch und gib Hinterkopf oder Scheitel auf den Boden. Das ist die Grundstellung von Sukha Matsyasana. Die meisten bei Yoga Vidya werden das als Grundstellung von Matsyasana ansehen, aber die eigentliche Grundstellung von Matsyasana ist der Lotusfisch, auch genannt Padma Matsyasana. Wenn du die Beine gestreckt hältst, dann ist es eben Sukha Matsyasana. Wenn du Probleme mit dem Nacken hast oder auch mit Schwindelgefühlen, dann gibst du nur den Hinterkopf auf den Boden. Eine nächste Möglichkeit der Variation ist, statt die Hände unter die Oberschenkel zu halten, gibst du die Handrücken auf den Boden und legst die Handflächen entweder auch wieder nach oben zum Gesäß oder du lehnst die Handflächen nur an die Außenseite des Beckens an. Also Handrücken am Boden und die Handflächen nur ganz sanft unter Oberschenkel oder Becken. Von hier kannst du auch wieder hochkommen. Brustkorb nach oben und Hinterkopf oder Scheitel auf dem Boden. Diese Handhaltung als Variation von Sukha Matsyasana hilft, dass du mit der Kraft der Oberarmbizeps etwas kräftiger nachhelfen kannst. Diese Stellung ist etwas anstrengender und kann dir auch helfen, mehr an die oberen Rückenmuskeln zu kommen. Es fällt aber schwerer, die Stellung länger zu halten, ohne zu viel Gewicht auf den Kopf zu geben. Die nächste Stellung ist vielleicht nicht mehr ganz Sukha, also einfach, sondern aber trotzdem gehört sie zu der Sukha Matsyasana Zyklus, insbesondere in der Terminologie von Dharma Mitra. Hier bist du also im Fisch mit gestreckten Beinen und gibst dann die Hände vor dem Brustkorb zusammen. Aber du hebst natürlich erst den Brustkorb hoch und gibst den Kopf nach hinten, wie im Fisch, Matsyasana. Und dann gibst du die Hände vorm Brustkorb zusammen, wird manchmal auch genannt Namaskara Sukha Matsyendrasana. Jetzt kannst du von hier auch die Arme nach oben geben. Und das ist dann Uttita Hasta Sukha Matsyasana. Und du kannst auch noch die Arme nach hinten geben, also hinter dem Kopf auf den Boden, was dann nochmal ein größeres Gefühl der Dehnung im Brustkorb gibt. Diese Variation solltest du aber nur machen, wenn du einen starken Nacken hast, eine gute Halswirbelsäule und keine Probleme im Hals. Anu kann jetzt nochmal zu ihrem Lieblingsfisch kommen und in der Zeit ein paar Worte zur Wirkung von Sukha Matsyasana. Sukha Matsyasana wirkt wie alle Matsyasana-Stellungen auf das Herzchakra, Anahata-Chakra. Sukha Matsyasana stärkt den oberen Rücken und die Muskeln um die Schulterblätter herum, ist besonders wichtig für langfristig gesunde Schultern. Menschen heutzutage haben oft eingesunkene Schultern und eingesunkenen Kopf, was sowohl auf die Stimmung schlägt, als auch langfristig nicht so gut ist für die Gesundheit der Schultern. Es ist wichtig, Schultern nach hinten und unten zu ziehen. Die Übung hilft auch zu einem Gefühl von Freude, von Weite, von Leichtigkeit, zur Verbindung zum Himmel. Fisch steht ja auch sich wohlfühlen wie ein Fisch im Wasser. Fisch steht auch für Freiheit und für Leichtigkeit. Und so gehört Matsyasana zu den 12 Grundstellungen und für die Mehrheit der Menschen im Westen, die den Fisch üben, ist Sukha Matsyasana die Variation des Fisches, die sie am ehesten üben können. Aber wenn du den Lotusfisch kannst, dann übst du grundsätzlich den Fisch im Lotus. Andere Variationen wie kreuzbeiniger Fisch oder auch den knienden Fisch übst du nur zwischendurch als Zwischenphase, um irgendwann den Lotusfisch zu können. Alle Variationen des Fisches findest du in der Yoga-Vidya-App wie auch auf yoga-vidya.de. Wenn es dir gefallen hat, klicke doch schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir.
Und wenn du all diese Variationen lernen kannst, dann mach doch mal die Yogalehrerausbildung bei Yoga Vidya mit oder besuche ein Asana-Intensiv, entweder in den Yoga Vidya Stadtzentren oder im Yoga Vidya Ashram. Danke an Anu, danke auch an Eduard, unseren Kameramann. Danke an diejenigen, die das Video schneiden und veröffentlichen, transkribieren und ins Wiki und in die Yoga Vidya App mit aufnehmen.